Wer von euch hat schon mal so die Gedanken gehabt im Kopf, so, ja, aber ich als Frau habe doch gegen einen Mann gar keine Chance? Aufzeigen. Ja? Wir brauchen, um uns zu verteidigen, brauchen wir keine Muskelkraft. Was wir brauchen, ist mentale Stärke. Und wir müssen wissen, was wir tun. Aber in dem Moment, wo ihr so diese Gedanken habt, so, naja, ich als Frau, ich habe doch gegen einen Mann keine Chance, der ist doch so groß und so stark, la 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 la, hebt ihr den Mann auf so ein Podest und ihr steht da ganz unten als niedriges Wesen, weil ihr seid ja nur eine Frau. Das heißt, ihr schafft euch selber eine Bremse im Kopf. Mental kann das jetzt schon nicht mehr funktionieren. Und eigentlich muss es genau andersrum sein. Wenn so ein Typ euch anmacht, dann müsst ihr euch denken, okay, keine super Situation jetzt, aber eigentlich tut er mir leid, weil ich ihn gleich komplett fertig mache. Ja? Das heißt, ihr müsst mental müsst ihr einfach stärker sein. Und natürlich habt ihr kräftemäßig oder gewichtsmäßig vielleicht gar keine Chance gegen einen Mann. Aber wenn ihr das Wissen habt, wie ihr ihn wehtun könnt, wie ihr aus diesen Situationen rauskommt, habt ihr eine große Chance, den Mann auch zu verletzen. Natürlich gewusst wie. Wir fangen jetzt nicht an, mit ihm einen Faustkampf zu machen. Das wäre Quatsch. Aber sobald er euch greift und umklammert, irgendwie nahe kommt, habt ihr reelle Chancen, um da rauszukommen. Erinnert ihr euch an eure erste Fahrstunde? Wie oft habt ihr das Auto abgewürgt? Oft, oder? Ich auch. Ersten Fahrstunden, ich habe zuerst Führerschein mit Motorrad gemacht. Mein Gott, ich dachte, was ist das denn? Ne? Ich habe das Ding immer abgewürgt. So, weil ich das nicht kann. Ich musste es lernen. Heute fahren wir instinktiv. Auto, früher in der Fahrschule, total gestresst. Ha, noch schalten, Schulterblick, Blinker, lenken, kuppeln. Wir machen das heute instinktiv. Ich habe es original schon mal geschafft, dass ich 100 Kilometer auf der Autobahn gefahren bin und war plötzlich irgendwo, wo ich gar nicht hin wollte, weil ich so in Gedanken vertieft war. Das heißt, ich bin wirklich diese 100 Kilometer so gefahren, ohne nachzudenken. Und es funktioniert. Und genauso ist es im Training. Je öfter ihr das macht, wir haben ja gar nicht 3000 Techniken. Wir haben relativ wenige Techniken, aber diese Techniken schleifen wir ein. Ne, ich glaube, man weiß es nicht, aber man sagt, Bruce Lee sagte, ich fürchte nicht den Mann, der 1000 Techniken beherrscht, sondern ich fürchte den Mann, der eine Technik 1000 Mal wiederholt, weil die sitzt. Ja, wenn ich ein Repertoire habe von 2000 Techniken, aber die sitzen nicht, bringt mir das gar nichts. Und genau das ist Krav Maga. Wir haben gar nicht so viele Techniken, aber die schleifen wir ein, dass es ein Instinkt wird. Wir versuchen bei euch so Knöpfe zu installieren. Und wenn so ein Typ irgendwo da drauf drückt, dann werdet ihr ganz kurz von einer netten Person zu einem hässlichen Monster und brecht diesen Typen den fucking Arm. Ja? Das heißt, die mentale Stärke, das ist eigentlich das, was euch, sage ich mal, abhebt dann in diesem Moment. Krav Maga? Ja. Das heißt, falte Menschen zusammen, wenn sie noch in der Kleidung stecken. Nein, Quatsch. Krav Maga ist hebräisch und bedeutet Kontaktkampf. Genau. Ne? Also alles, was in der Nahdistanz zu tun hat. Und gerade bei euch, ne, euch wird niemand aus der Ferne angreifen, sondern er wird euch anfallen. Und da ist es dann wichtig, diese Dinge quasi einzuschleifen. Ja? Und das ist das, was wir hier machen.